Wir sind in unsere Kapelle gegangen. Alle Schwestern weinten. Wir haben die Kommunion empfangen. Wir haben eine Hostie dagelassen. Wir dachten, sie wird unser Kloster schützen. Der IS hat die Sakristei angezündet und wollte die ganze Kirche abbrennen. Aber das Feuer konnte gelöscht werden. Das ist die größte Kirche im Irak. Der IS benutzte sie, um seine Kämpfer zu trainieren. Als ich angekommen bin, war kein Kreuz mehr da. Ich war der Erste, der angekommen ist. Es gab die Fahne des IS. Ich nahm die Fahne weg und stellte das Kreuz wieder an seinen Platz. Wir lieben unsere Kirchen. Wir sind stolz auf unsere Tradition. Wir wollen einfach als Christen leben. Wir wollen zeigen, dass das Christentum hier eine traditionelle Religion ist, bis zum Ende der Welt.